Auf dem Glasnegativ wurde der Mann weggekratzt, weggeschabt und dann auf dem davon entwickelten Bild positiv die Wand nachgezeichnet. Hallo, ich bin Jana Hase, ich betreue das Archiv im Lette-Verein und hatte die Projektleitung in den letzten 2 Jahren über das Digitalisierungsprojekt Frauen und Technik, gefördert von Digis Berlin. Wir haben Objekte aus unserem Archiv zur Geschichte der fotografischen Ausbildungen digitalisiert und dann, damit Sie sie alle sehen können und die Geschichten dazu lesen können, in einer virtuellen Ausstellung präsentiert. Die Objekte stammen aus dem Nachlass der ehemaligen Lehrerin Renate Borowka, aus dem Nachlass der ehemaligen Lehrerin Ilse Körner und aus einem weiteren Nachlass, der stammt aus der Ingenieurschule Hennigsdorf. Dort arbeiteten Absolventinnen des Lette-Vereins, die metallographische Gefügebilder erstellt haben. Und nach Auflösung der Ingenieurschule 1990 ist dieser Bestand an Gefügebildern zum Lette-Verein gekommen und hier als Ausbildungsanschauungsmaterial verwendet worden. Ja, die Beschäftigung mit diesem Thema ist super spannend, weil wir in dem Projekt bemerkt haben, wie mit der analogen Fotografie, mit den analogen Techniken Bildbearbeitung, Bildmanipulation in positiver und negativer Hinsicht möglich war. Und heute in der digitalen Zeit glauben wir manchmal, dass das früher überhaupt nicht möglich war. Aber es war möglich. Heute machen wir das mit digitalen Methoden, mit künstlicher Intelligenz. Aber auch das braucht genauso viel Akribie, Zeit, Kompetenz, wie es die Retuscheurinnen 1897 in diesem Bild hier im Lette-Verein gebraucht haben.